Hallo und herzlich willkommen zur Woche 4 im Kurs Soziale Medien und Schule. Für wen, wieso, wozu? Diese Woche stehen die rechtlichen Aspekte von sozialen Medien im Mittelpunkt. Malta Scholger von der Universität Graz wird die zentrale Frage nach dem Was ist erlaubt, was ist verboten beantworten und dabei nicht nur auf die Gesetzeslage eingehen, sondern auch die Bedeutung von Nutzungsbedingungen erläutern. Walter Scholger ist stellvertretender Leiter am Zentrum für Informationsmodellierung an der Karl-Franzens-Universität Graz und dort vor allem in der Administration und Projektkoordination tätig. Nach seinem Studium der Geschichte und des Kulturmanagements war er zunächst im IT-Support der Geisteswissenschaftlichen Fakultät tätig und beschäftigt sich seit 2004 in Lehre und Forschung vorrangig mit Fragen des Projektmanagements für universitäre Projekte und da insbesondere dem Themenbereich geistiges Eigentum, Urheberrecht und Open Science. Darüber hinaus wirkt er in internationalen Projekten aus dem Feld der digitalen Geisteswissenschaften, Digital Humanities, mit und arbeitet auch zu internationalen Positionen und Entwicklungen des Zugangs und der Veröffentlichung von digitalen Kulturgütern. Die Schülerinnen und Schüler des BEG, BRG und MG Dreihackengasse in Graz sprechen diese Woche darüber, was ihrer Meinung nach beim Umgang mit sozialen Medien verboten ist und klären uns über ihren Zugang zum Thema Nutzungsbedingungen auf. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg bei der Absolvierung von Woche 4.